Hey Leute, ich bin Metal Mario Master. Und ich bin Dani Rolpe. Wir heißen euch willkommen zurück zu Donkey Kong Country in Welt 4 Müll. Und jetzt mit dem Level Croctopus Chase. Drück A. Oh, ich bin's. Wieder ein Unterwasser-Level. Ah, das ist eine böse Qualle gewesen. Und dazu kann ich sogar eine kleine Geschichte erzählen. Ich wurde mal auf einer Qualle gestochen. Ja. Das ist verdammt schmerzhaft. Ja, also mir glaube ich mal gesagt, genau. Ja, das ist meine Geschichte. Ziemlich kurz, ne? Ja, geil. Geil, kurze Geschichte. Ja, hier verfolgen uns diese Oktopusse. Oktopusse meinst du? Ah, ja. Gott. Schwimmen um dein Leben! Als ob du. Ja, schwimmen so schnell, als ob du noch nie geschwommen wärst. Ja, das ist nicht genau eingeplant so. Glaube ich, dass die Oktopusse so schwimmen. Weiß ich auch nicht. So ratschlagen durchs Wasser. So ratschlagen durchs Wasser? Ne, glaube ich auch nicht. Aber ich habe noch nie einen Oktopus getroffen, also. Ich auch nicht. War da in der Mitte was? Nö. Oder kommt man einfach so da hin? Der kriegt uns niemals! Niemals! Ja, vielleicht auch. Nein. Waren wir jetzt am Ende schon? Ne, wir sind jetzt erst beim Checkpoint. Aber das war ein Pfeil gewesen. Ja. Sagen die nicht immer Ende? Nee. Hat nur einen Weg zu gehen, ist doch klar, wenn man nach rechts geht. Was? Ja. Was? Ach ja, gibt's gar keine Bonus-Level in Wasserlevel, ne? Ne. Ist ja ein Wasserlevel. Gott sei Dank. Ich schwimme einfach weiter, ja. Au! Oh nee. Ne. Oh Gott. Ne. Oh. No. No. Warum? Blum. So schnell wie möglich gegangen. Man kann es auch Y drücken unter Wasser. Natürlich kannst du Y drücken, aber willst du das nicht wirklich was? Ja, okay. Boah, da oben gehen sie schon wieder voll ab. Boah, schon wieder? Ja. Ich hasse es. Weiß halt nicht. Natürlich höre ich das. Ich habe bei mir irgendwie zu Hause einen Nachbarn und der hat einen Hund, der kläfft jedes Mal. Ich würde diesem Hund am liebsten ins Gesicht treten. Geil. Man darf es auf YouTube nicht sagen, Hunde sind geliebt von YouTubern. Ich dachte, Katzen sind geliebt von YouTubern. Au! No. Oh Gott, da ist auch wieder, wo ich hier war. No. Oh, diesmal habe ich's. Diesmal komme ich dir. Ja. Gott. Vergiss nicht, dass du jederzeit wechseln kannst. Ja. Hm. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Knut. Der Eisbär, der ist aber schon lange tot. Ja. Komm ich mal nach links. Alter, wie bist du dem ausgewichen, ey? Wie hast du das gemacht? Mit purem Glück. Oh, hi. Oh, hi, na? So, jetzt kannst du wieder Tod und Zerstörung bringen. Ich meine, diese Oktopusse kann ich sowieso nicht angreifen damit, ne? Nee. Oktopusse sind stärker als Schwertfische. Wie auch immer das möglich ist. Keine Ahnung, wir haben Vorteil. Waffendreieck und weiß ich. Stärker als Schwerter. Ja. So, oh geil. Wir haben sowieso nicht alles, ne? Oder doch, ja klar. Ja. Was soll denn haben wir nichts anderes? Ha! Okay. So, nächstes Level. Torchlight Trouble. Okay. Ich spiel mal weiter, weil ich sowieso damit rechne zu verrecken. Was ist hier denn? Oh, da ist doch Dings, ja. Wie heißt er nochmal? Squawks. So heißt er. Squawks, der Papagei. Ist schon ein O? Also eigentlich den Cartoon damals geguckt von Donkey Kong? Ja, habe ich. Der war nicht so gut, ne? Nee.
Absolut furchtbar, ey. Aber ich glaube, ich ehrlich gesagt auch nicht mehr so gut daran erinnern, worum es da ging, ey. Naja, es geht einem halt immer wieder darum, King K. Rool wollte die Kristallkosmos klauen. Fuck. Ah ja, genau, irgendwie sowas. Ich meine, da gab's einen Yeti Kong gab's da. Ja, weiß ich nicht. Jawohl, doch, vielleicht. Keine Ahnung, weiß nicht. Au! Was? Nächste, ich kann ihn nicht besiegen. Nur du kannst ihn besiegen. Oh Gott. Was ist das? Ich wiege ja auch eine Tonne. So, was muss ich hier mitmachen? Darüber springen und nach links. Nein! Nein! Das ist das ablegen müssen! Nein! Das ist, aber das Level ist ja jetzt schon zu Ende. Wie ablegen müssen? Oh. Ah, warte, komm, dann machen wir schnell nochmal. Das war ja ein schnelles Level. Ja. Alles klar. Ja. Alles klar, let's go. Dann los. Der ist sogar für mich irgendwie einfach. Ja. Nö. Nee. Oh Gott. Okay. So, Bonus Level müssen wir eigentlich nochmal machen, ne? Nee, das nicht. Das haben wir ja schon. Das hab ich schon. Oh Gott. Ich geh grad mal ab. So. Alter. So, wo jetzt? Warte, leg's ab. Unten, so. Jetzt tausch lieber mit mir. Was ist das denn? Das hat doch dagegen geworfen, ey. Du warst zu nah an der Wand. Ja, willst du mich verarschen? Nein. Der Mann gibt's ja Logik in dem Spiel. In allen Videospielen gibt es Logik. Okay, nicht wirklich. Ich will eine Pflanze fressen und Feuer spucken. Was? Ja. Was? Auf Feuer aus meinen Händen schießen. Achso, diese Logik? Ja klar. Und einen roten Panzer fressen und dann Feuer spucken. Dankeschön. Ja. So, haben wir doch. Ah, wo jetzt weiter hier? Ne, oben, nach oben hin. Na, da haben wir auch schon Funkys Flüge. Aber lass uns erstmal die Welt aufschließen. Aha, 58. Ey, wir machen es recht gut, ey. Wo ist denn das lang? Na links. Ach, links müssen wir, boah. Rope Bridge Rumble. Das Level heißt auf Deutsch selbstgestrickte Brücken. Okay. Also dann muss ich jetzt gerade echt mit den Augen rollen. Was sollte das denn? Ich bin über den Reifen rübergerutscht, einfach so. Du bist gefallen. Und meine Füße sind noch rutschig vom Eis. Keine Ahnung, was Bananensaft dann natürlich. Alle Wespen. Ja. Und auch alle Krokodile. Was wird die Peter dazu sagen? Keine Ahnung. Wenn sie Affiliate machen. Wird schon gut gehen. Scheiß auf das Leben. Das haben wir den Witz nicht schon mal gemacht. Stimmt. Heute. Na, sind das wert? Irgendwie nicht. Sind das wert? Gier ist eine Sünde! Aber ich mag Gier. Gier. Ich mag Gier, weil daraus macht man auch bestimmt gutes Bier. Ja. Moment mal, ich trinke gar kein Bier. Aber jetzt sogar Adro. Affenstark.
Das war's mir wert. So, was macht man jetzt mit dem Fass? Oh, ist was? Ja, ich weiß. Oh. Rück dich ab, Diddy, rück dich ab. Wut! Was war das? Das war ein Armadillo. Ja. 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 Ich kann meine Flugrichtung in der Luft nicht ändern. Au. Oh. So schnell kann es gehen. So schnell kann es gehen. So schnell kann auch ein Master auf die Fresse bekommen. Hast du gesehen, wie schnell das ging? Ja. Hat nicht mal 2 Sekunden gebraucht. Um ihn auf die Fresse bekommen. Hey, wir haben Leben zu bekommen. Ja. Ja, yeah, Kreislauf des Lebens. Affen vernichten alles. Sie sind die überlebende Rasse. Und da fällst du runter. Ja, so viel zum Thema überlebende Rasse. Ich wäre sowieso. Ich hätte ihn sowieso getroffen irgendwie. So, haben wir jetzt eigentlich festgestellt hier. Weiß nicht, müssen wir die Bonuslevel nochmal machen, nachdem wir verreckt sind? Ich habe keine Ahnung. Ich werde die zweite nochmal holen. Es ist so dunkel, ich kriege keine Luft mehr. Bam. Ich war da oben. Jetzt. Ja. Ha! Zeit für ein Bonusspiel. Soll ich uns ein paar Leben besorgen? Ja? Gut, okay, mach ich. Alles klar. So, ich besorge sogar ein Bonusleben und du schaust zu. Geil. Ja, und dann können wir mal reden so. Oh, wie ist denn das so, wenn du einfach immer wieder runterfällst? Nicht gut. Will dir das nicht? Nee. Fühlt sich manchmal vor dem Spiel gemobbt? Ja. Das tut mir leid. Ja, will ich mir tun, das ist wirklich leid. Also mein Top 5 Spiel wird da wahrscheinlich nicht unterkommen, irgendwie so ein Gefühl. Ja, was ist denn dein Top-Spiel? Boah, weiß ich nicht. Ich würde sagen Kingdom Hearts. Also eins meiner absoluten Top-Spiele ist natürlich Super Mario 64. Ich habe nur den DS-Teil davon gespielt, das Remake. Du musst das Original spielen. Nee, ich habe keine 64. Du kannst es dir auf Virtual Console holen. Ach, Mann. Ich habe das DS-Spiel irgendwo noch herumliegen, glaube ich. Glaube ich. Glaubst du? Aber du bist dir nicht sicher, ne? Ja. Ich meine, ich habe sogar alle Sterne damals geholt. Alle 150? Ja. Am Ende konnte man da irgendwie so aufs Dach irgendwie so gehen von dem Schloss. Ich weiß. Na gut. Geh durch. Wir haben alles geschafft. Juhu! Really Gnarchy's Rampage. Oh, Boss. War super. Ich mag immer noch keine Biber. Der hat irgendwie der Morten von diesem Spiel. Der Morten? Oder Bum Bum. Hier von Mario Bros. 3 hier. So ähnlich, ne? Das ist von Mario Bros. 3. Sollten wir auch nochmal spielen. Machen dazu ein Let's Replay. Erstmal, wenn wir meinen zweiten Teil spielen. Boah, ich habe den zweiten Teil noch nie durchgespielt. Ja, das ist doch... Boah, auch nicht. Ja, ich hab noch nie irgendeines durchgespielt. Okay, Wir haben noch genug Zeit. Ich wollte mich gerade erfahren, sollen wir weitergehen? Hey, sollen wir erstmal die Series machen? Ne, komm, wir gehen weiter. Nee, weiter, wir haben erst 15 Minuten. Okay, Oil Drum Alley. Ne, wir sind in Welt 5. Hier ist, glaube ich, das Bonuslevel im Bonuslevel. Geil. Oh, TNT. TNT. Dynamite. Ja, Dynamite. Ja, it's Dynamite. Nein! Nein! Yes!
Hast du den gesehen? Ja. Was? Was? Bin ich gerade durchs Feuer gesprungen? Ja. Also. Aha! Oh, das war's. Nein! Jetzt habe ich es nicht mehr geschafft. Weil man musste nämlich drei Einer-Bananen bekommen, dann würde man ein Fass bekommen, das aufnehmen und dann dagegen werfen. Was? Das ist so ein bescheuerter Bonusraum. Au! Na toll, hier ist was, ne? Ja. Komm ich da überhaupt mal ran? Ne. Geh einfach weiter. Und versuch nicht zu verrecken, okay? Dankeschön. Nein. Dankeschön. Kann nichts versprechen. Ich nehme an, das ist wichtig, ne? Muss man da oben hin? Hm. Du kommst so an das O ran. Ja. Ah. Da oben ist es. Oh. Geil. Und Checkpoint, Gott sei Dank. Ja, wir müssen das Level sowieso wiederholen. Warte. Das Öl geht aus. Du kannst da raufstehen, wenn das unten ist. So. Oh, so. Oh. Was? Da war doch gar kein Dings. Doch, du hattest einen Joy-Con fast in der Hand. Ja? Ja. Ist da nicht aufgefallen? Hör auf, Zeugs auf mich zu werfen. Hör auf, so zu reden. Niemals. Boah, Gott, verdammt, ey. So, ich glaub, komm. Da ist nix. Ja. Was soll's? So, noch einmal, komm. Sonst raste ich genau aus, ey. Oh. Was ist das? Au! Ich erinnere mich irgendwie an Goofy aus King gemacht. Ja. So, Ohang Ut. Keine Ahnung, irgendwie, weil ich stelle mir manchmal so vor, irgendwie Goofy kämpft da mit einem Schild, dass der irgendwann mal vor so einem Breakdown hat und irgendwie sein Schild durch auf den Boden werfen. Ich hab die Schnauze voll. Das ist voll der lustige Gedanke. Ich weiß nicht, woher ich den hab. Hör auf zu. Nein! Hör auf, Zeugs dahin zu werfen! Ich hab die Schnauze voll! War so ein Ausraster. So voller out of character irgendwie. Und ich würde gerade sagen, out of character! Nein! Mann. So, ist aber gut, da wir immer noch zwei sind, wenn wir verrecken, wenn wir zwei waren. Ja. Das war schon damals auch immer so in früheren Donkey Country Teilen. Das war der früheste. Ja, ich weiß. So war es aber auch in den ersten drei Teilen. Okay. Ich mache immer diese kleine Bremsung nach der Rolle, ey. Das gibt's doch einfach nicht, ne? Dieser elende Bastard, ne? Und dieser verdammte Bastard. Na. Oh. Wusste ich's doch. Als ob ich's gerochen hätte. Löschen. Ich hab's gerochen. Du weißt, was jetzt kommt. Mit meinem riesigen Riechorgan. Moment, falsches Spiel. Ja. Ja, zwei Affen, zwei Klempner ist genau gleich. Ja. Also geregelt, wir spielen als nächstes Super Mario Bros. 2. Okay. Oh Gott, ey. Wenn wir echt eine Weile dran sitzen, wenn ich das Spiel selbst nicht kenne. Okay, doch, ich kenne es. Ich habe es halt nur nie durchgespielt. Oh. Ja, alles klar. Hat. Enttäuschung oder auch nicht? Super, dreimal. Ich werde gleich nochmal versuchen, das Bonuslevel im Bonuslevel zu machen.
Dieser elende Bastard! Was? Ich hab keinen Bock mehr! Oh, die Schnauze voll! Ganz ruhig, Goofy, ganz ruhig. Das ist aber wirklich out of character bei ihm. Ich meine, so dämlich wie der ist. Er ist ironischerweise wahrscheinlich der klügste Charakter in Kingdom Hearts. Wieso das denn? Ja, der sagt immer, der sagt irgendwie die weisesten Sachen irgendwie. Der ist, keine Ahnung, die anderen beiden Hauptcharakter sind wahrscheinlich ein bisschen dämlicher deswegen. Das kann ich aber so gar nicht nachvollziehen. Ich weiß, das ist auch merkwürdig. Weil er sagt immer die richtigen Sachen und weiß ich nicht. Irgendwie schaffen es, weiß ich nicht, Donald und Sora noch dämlicher zu sein. Boah. Donald ist sowieso der Beste. Was? Wer? Donald. Donald, weil er sich immer so schnell aufregt. Ich hüpfe gar nicht, ich laufe einfach auf den Reifen. Ja. Wie macht er das? Wie macht er das nur? Es ist und bleibt ein Rätsel. Was sagen die das, wenn sie weglaufen? Hm? Sagen die das danach? Ja, also, es ist und bleibt ein Rätsel. Okay, ich habe da nie verstanden, was die da gesagt haben an der Stelle. Es ist unser irgendwas, habe ich immer verstanden. Ja, es ist und bleibt ein Rätsel, das sagen die dann so. Das sind ja ein paar Dödel, ja, aber sind meine Dödel. Na, wir haben übrigens noch Zeit, also. Ich versuche nochmal den Bonus-Level im Bonus-Level zu machen. Komm, mach. Wo ist denn der Bonus-Level? Im Bonus-Level. Der Bonus-Level? Ja, hast du ja gerade gesagt, ne? Ja. Ich hab's noch nicht kapiert. Hast du eine bestimmte Reihenfolge bekommen oder was? Ja. 3 an 3. Nein! Siehst du? Man muss da reingehen. Wenn das so macht, man muss dabei auch sogar springen, damit man so darüber kommt. Und dann so da reingehen. Es ist sehr seltsam. Hab ich immer noch nicht verstanden. Du musst das Ding kaputt machen. Du musst das Fass einsammeln und dabei auch noch springen. Und zwar bist du ganz nach rechts und dann da reingehen. Dann kommst du in diesen zweiten Bonusraum rein. Man muss halt schnell genug machen, oder was? Richtig. Sag doch, das Spiel ist kryptisch. Wie soll ein Normalsterblicher auf sowas kommen, ey? Das war auch auf mich ein absolutes Wunder, als ich das gehört habe. Na, nein, Mann! Was? Also du musst das Fass aufheben und dann springen. Ja, und dann so darüber springen. Das ist so bescheuert. Kann man sich vorstellen, dass das so geplant war, halt man so machen muss. Das ist ja irgendwie, weiß ich nicht, Speedrun, irgendwie Glitch, Abuse, Tactics, so irgendwie sowas. Ja, ich glaube auch. Als nächstes laufen sie durch Watt. Weil ich sage jetzt nichts. So. Und jetzt kommst du halt hier rein. Und hier musst du dann halt. Okay. Donkey schreiben. Easy. Da ist noch ein Pfeil da draußen. Geht. So, das ist halt dieser Bonusraum im Bonusraum. Und dafür würdest du jetzt dann insgesamt einen roten Ballon kriegen. Geil. Oh, achso, du musst noch mal was machen. Donkey Kong. Grün. Ah. Country. So, du hast gerade einen grünen Ballon bekommen, jetzt kommt der blaue. Siehste? Ich sehe da nichts. Da war ein blauer. Mist auch wieder rausgeschnitten. Was? Dann ist da kein Ballon. So, und jetzt? Oh. Siehste? Okay. Das war halt dieser Bonus-Level im Bonus-Level.
Trick, Track, Track. Haben wir noch Zeit für das Level? Wir haben 5 Minuten noch, also ja, versuchen wir mal. Na gut, versuchen wir es. Trick und Track. Trick. Trick, Track, Track. Louis, Dewey und Louis. Was? Du weißt nicht im Englischen. Echt? Ja. Hab ich nie geguckt auf Englisch. Aha, hast du wen gesehen? War noch nicht mal auf der Plattform, ey. Ich hab schon wieder meine Aggression, Didi. Was kann ich denn dagegen machen? Halt mal meine Pillen bereit. Okay, alles klar. Ich mach jetzt einmal Geier fertig. Hast du den gesehen? Hast du den gesehen? Ah! Oh, nee. Okay. Ich hab dann links und rechts geguckt, ey. Ah. Das ist ein Geil in deine Fresse geflogen. Gleich mach ich mit meinem Gamepad hier. Ich hab die Schnauze. Ja, die Schnauze voll. Aber man einfach nur so, weiß ich nicht. Mann, Donkey Kong, sei nicht so aggressiv. Doch. Soll ich deine Pillen bereithalten? Gib mir einfach die Spritze. Was denkst du? Oh, ich geh. Du bist gerade in der Luft gelaufen, ey. Ja. Das ist ja gerade voll Sinn. Aber so. Ey, das hab ich doch auch gerade gemacht. Willst du dich verarschen? Ich hab genau das gleiche gemacht gerade. Warum hat das bei mir nicht geklappt? Ey. Sag doch, das Spiel mobbt mich. Ich habe mich doch auch an der Stelle geduckt und ich bin gestorben. Weil du einfach größer bist als ich. Boah. Ist das ein rassistisches Spiel? Ich mach das Spiel nur, weil ich schwarz bin. Was? Fuck! Keine Sorge, ich klär das. Oh, was? Also, du klärst? Ich sehe schon wieder Dinge. Bist runtergerutscht. Sind deine Füße immer noch glitschig vom Schneelevel? Ja. Oh, es kommt schon wieder. Es kommt schon wieder. Mann, du hast Aggression, Donkey Kong. Der ist auch voll lautstark, ey. Jetzt will ich nichts sagen, oder? Ja klar, natürlich ist er lautstark. Ich meine, er ist der König des Dschungels, ey. Ja, ich hab durch die ganze Höhle hier, ey. Würde ich auch voll Panik schieben. So. Ich hab keinen Bock auf Logik. Da. Ich steh einfach da. Hä? Ich schieb schon wieder Panik, ey. Beruhig dich, Donkey Kong. Soll ich dir die Spritze geben? Ja, bitte, ne? Ja. So. So. Also, du fliegst in der Luft, ey. Ja, ich hab keinen Bock auf Logik. Das ist voll seltsam. Ja. Na, bitte check mal. Checkpoint. Mach mal ihn da oben. Aber den schnapp ich mir. Oh. Wenn ich runterkomme, das werden die überhaupt nicht kommen sehen. Wenn ich da runterfalle, ne, dann fall ich. Dann fall ich. Ja, und dann fall ich. Dann fällt er wie ein Sack Kartoffeln. Nein! Nein. Nein. Ja, komm. Wir machen das Level jetzt noch zu Ende. Ja, sowieso. Na, einen am Leben lassen. Glaube ich, irgendwie. Ne, da hinten war noch. Ja. Ja, oder so.
Boah. Ich kann ein Krokodil so viele Bananen essen? Keine Ahnung. Boah. Wusste gleich, dass Krokodile überhaupt Bananen fressen? Ja. Das ist der Kreislauf des Lebens, ne? Ja. Die Affen essen die Bananen, die Bananen essen die Krokodile, halt. Was? Das macht doch keinen Sinn. Ja, Checkpoint. Ja, wir sind wieder zurück am Checkpoint. Also ja, boah. Ich sehe Dinge. Oh. Ich glaube, ich habe Dinge gesehen. Wenn noch nur Donkey. Au! Also ich bin einfach runtergefallen. Ja, komm, das machen wir jetzt hier noch. Ja. Ich war schon 31 Minuten, aber was soll's. Ich bin getroffen. Ey. Oh, ich sehe schon wieder. Ich sehe schon wieder die Marsmännchen. Alter, du hast ihn getötet. Du hast den Mini-Nicky getötet. Ja. Oder. Oh. Was? Okay. Das ist Aggression, Donkey Kong. Echt? Ja, wirklich. Ich tick. Oh, ich dreh schon wieder durch. Oh. So, lieber nicht. Oh. Ich war schon wieder untergefallen. Du denn? Diese Typen kann ich auch nicht mit einem beherzten Sprung besiegen. Hey. Der nur angetäuscht, ey. Ja, natürlich. Wollte schon sagen, du musst doch bestimmt durch eine Nuss getötet werden. Knück. Alter, der wirft Zeug auf mich! Das ist voll illegal und so. Der Typ kam, glaube ich, auch im Karton vor. Was? War einer der Hauptbösewichte da. Ja, genau. Der hieß Kracher. Und noch irgendeiner, glaube ich. Was machst du da? Nein, da unten war's! Oh. Oh nein! Ich wusste genau, dass da unten ein Bonus-Level ist, also, aber ich wollte jetzt nicht die, ich weiß nicht, wie viele Provision 2 Vorstattungen haben. Aber sonst müssten wir nochmal das dahin machen. Ey! Hey. Oh Gott, ich hab's vergessen. Ich glaube sogar der Klump da, der da runtergefallen ist, so heißen sie nämlich, war aber glaube ich der andere Hauptcharakter. Ja, ich glaube auch. Und der ist Zack. Warum er auch so hieß? Ich habe keine Ahnung, warum er so hieß. Nein. Das gibt's nicht, ey. Also, jetzt kann ich nochmal in das Bonus-Level gehen. Ich sehe Dinge. Siehst du auch Dinge, Donkey Kong? Siehst du Dinge? Ich sehe Dinge. Na, das wollte ich hören. Danke, Donkey Kong, das reicht mir. Das wollte ich hören. Ich sehe die toten Geister. Siehst du etwa tote Menschen? Ja, lass mich mal bitte treffen. Ich sehe Dinge. Also müssen wir halt schaffen und dann auch noch durchrennen. Ja. Aber davor auch noch den dritten Bonus-Level einsammeln. Kein Ding. Hätte die ganze Zeit Y gedrückt. Ja. Ah. Mach ich die ganze Zeit. Das ist mein Geheimnis. Das ist einfach durch die Plattform runtergefallen. Ja.
Der kommt nicht runter. Beruhig dich. Nein. Nein, nein, nein. Ich bin auch ganz ruhig, Mann. Au. Also mein Cousin ist auch voll sich am Aufregen. Wenn man das auch, dann ist auch mein Cousin. Super. Ah, bitte mach die Folge zu Ende. Oh Gott. So. Kann ja sagen, ich wagen. Blau ist besser. Muss ich dich schon wieder verdreschen, Didi? Mach Hände, wir haben keine Zeit. Ich muss mich konzentrieren. Mach ihn! Ich muss mich konzentrieren. So! Ich verpasse meine Shows. Drei Leben. Alles klar. Ah. Wir haben es geschafft. Tick, Track und Trick. Gott. Hast du noch irgendwelche abschließenden Worte? Nee. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Bye bye.